Hallo Internet, hallo YouTube und ja, endlich mal wieder eine Folge Prism Architect und willkommen hier bei unserem Knast am See. Ja, wir hatten ja schon einige Schlägereien und wir nehmen ja nur die ganz schweren Jungs auf und deswegen müssen wir mal schnell sehen, dass wir die auch zufriedenstellen. Also, dass die überall auch ein bisschen blutig ist, dachte ich mal, dass wir ja noch den hier einstellen, also drei Stück können hier noch arbeiten und hier hätte ich natürlich gerne das Maximum erstmal im Workshop. Mal gucken, ob das hier noch klappt. So, ich wollte hier mal sehen, dass wir hier nochmal was erfüllen und zwar bräuchten wir noch die Finanztante. Vor hier, das, da wollen wir mal 10.000 kriegen. Ja, wir bräuchten eh unbedingt mal einen Arzt. Und viel Geld haben wir auch nicht. Gucken, was der Verkauf bringt. Was immer noch blöd ist, sind hier die Gebäude, die ja nicht fertiggestellt wurden. Das ist hier irgendwie ein Bug, leider. Abreißen kann ich sie auch nicht, blöderweise. Ich hoffe, das wird noch behoben. Ich kann mal probieren, ob ich hier nochmal die Tür ausnehme. Gucken, ob das wenigstens gemacht wird. So, die Zeiterteilung hatte ich ja schon gemacht. Wir brauchen hier also noch ein Büro. Ich habe schon wieder vergessen, wie groß die sein müssen. Wo haben wir es denn? Ja, ich weiß, ihr habt es schon gefunden. Mann, wo ist denn das Office da? 4x4. Okay, das war dann. Lasst mich rechnen. 6x6, oder? Dann ich rechne mit Architekt. So. Oder auch nicht, je nachdem. Auf jeden Fall müssen wir sich noch das Ding hier in der Folge. Planung nochmal weg. Und. Das nervt ja. So. Also, 6x6. Die Jungs haben da eh alle Langeweile. Dann bauen wir dann eben nochmal eins. Ja, immer noch eins. Ich weiß nicht, ob wir die alle brauchen, aber. Warum nicht? Und dazu dann erstmal die Türen, damit die Dinger dann auch wirklich gleich fertig sind. Zack. Zack. So, dann schauen wir mal, wie es mit. Strom aussieht ganz schlecht. Strom. So müsste es dann ja auch reichen. Wasser brauchen wir dann nicht. Jo. Dann stellen wir doch hier gleich noch was hin. Ja, jetzt will ich noch ein bisschen bauen. Gucken mal, wie das mit dem Essen klappt. Ich glaube, die müssen wir uns auch nochmal einen Tisch besorgen. So. Und hier haben wir zwei Bänke. Weil wir müssen die Jungs echt ruhig halten. So, habe ich nur einen Koch hier. Ein bisschen wenig, ne? Ich kann gerade nochmal einen von den Verbrechern einstellen, aber so viele haben wir jetzt hier auch noch nicht. Also. Wir haben zwei Köche. Ach, hier das Problem. Muss ich mal angehen. Das Lager, das muss hier weg. Unbedingt. Das ist viel zu weit weg. Hier hingeliefert werden. Ist zwar auch noch weit zur Küche, aber das ist ja wirklich dann viel zu weit. Dann können wir auch noch mal diese Bäume hier wegkommen. Schwupp, schwupp.
Dann ist da ein bisschen mehr Platz. Okay, die Büros sind soweit fertig. Hier mache ich dann nochmal diese Planungsstriche weg. Und wir weisen die mal aus. Ich weiß ja jetzt, wo es ist, hier. Auch schön, dass, glaube ich, auch noch nicht so lange, dass man hier die Anzeige sieht, ne? Dass man hier drei Büros hat. Na komm, richten wir es gleich an. Später machen wir nochmal ein Fenster rein. Stürzen. Wie sieht es aus finanziell? Kriegen wir hin. Und hier so ein Aktenschrank. Okay, dann haben wir es. Dann ist da alles drin. So, ich bin gespannt, wie das hier nachher klappt. Dann könnten wir auch den Moment die Garbage, also da, wo halt der Müll und so abgeladen wird, überlege ich gerade, ob wir das dann hier vorne mehr mit konzentrieren. Das hier sollte ja dann auch mal der Haupteingang werden. Ich glaube, da könnten wir auch nochmal den Weg ein bisschen netter machen. Das ist Geschwindigkeit normal. Das sollte eigentlich auch ausreichen, weil da ja nachher auch die Gäste und so langlaufen sollen. Falls einer flüchten will, dann geht das nicht ganz so schnell. Ich glaube, wir machen den mal ein bisschen weiter. Ja, so bleibt es erstmal. Okay. Büros, hatte ich gesagt. Ich wollte hier die 10.000 noch haben, also brauchen wir zwei Erz. So, das war Büro, ja, alles klar. Psychologen. Schwieriges Wort. Ich glaube, den brauchen wir mal einen von. Dann können wir mal gucken, was die Jungs noch so für Bedürfnisse haben. Kann ich noch gar nicht einstellen. Okay. Aber ich könnte den Doktor einstellen. Also müssen wir mal schauen, wo wir denn den Arzt platzieren. Nicht zu weit weg sein. Ja, ich glaube, den setzen wir mal hier hin. Und zwar, Moment, brauchen wir eine Mindestgröße. Diese Sucherei. Vor allem immer unter Druck steht, aber weiß, alle gucken zu und. Ne. Ihr wisst ja nicht, was ich meine. Oder? So. Keine Mindestgröße. Okay. Aber ich denke mal, so ein 8x8 Meter bräuchten wir schon. Hier würde ich den Yard noch so ein bisschen erweitern. Das war's aber mal hier. So können wir später immer nochmal abreißen. So. Und der macht. Hm?
So, was brauche ich noch? Eine Tür? Dann brauchen wir unbedingt Strom. Das sieht gut aus. Ja, der Workshop blinkt nur, weil er gesagt, er hat keine Presse. Aber ich will gar keine Presse. Wir machen das hier nur mit dem Sägen. So, jetzt gibt's wieder Essen. Und der eine ist hier echt nur. Auf jeden Fall ist es schon mal viel besser hier, dass jetzt hier die Sachen abgeliefert werden. So. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt hier mit? Jetzt machen wir es einfach andersrum. Dann nehme ich jetzt die da weg und wir setzen die Müllgeschichte hier hin. Und der kommt weg. Auch noch unbedingt haben will, sind hier die Tore für die Straßen, damit die gesperrt werden. So, wie sieht denn überhaupt hier die... So, das ist gut. Hier habe ich meine Einzelzellen noch gebaut. Okay. Psychologen brauchen wir noch. Dann machen wir mal. Und ich glaube auch ziemlich wichtig für die schweren Jungs, dass wir hier wandern können. Und außen hier. Man hat gar keine Zeit zum Gucken. Ne? Man, hier und da und da. Das ist auch so mutig. Ich glaube, ich stelle mal einen Polizisten rein. Die langweilen sich hier. Ja, dann weiß. Mal ein bisschen gucken. So, dann ist hier auch schon der nächste Raum fertig. Und da fehlen jetzt noch die Betten. Nehmen wir jetzt mal eins. So. War das Planungsding da noch weg? Ich habe kein Geld. Oder? Fenster sollte noch drin sein. Ne? Ein Fenster hier noch rein. Und jetzt wird es natürlich eng. Wir bräuchten eigentlich zwei Ärzte. Weil wir den Psychologen noch nicht erforscht haben. Ich mache erstmal einen. Wir können jetzt eh das Ding noch nicht auflösen, weil wir brauchen erst den Psychologen und das dauert ja noch ein bisschen, bis der dann da ist. So, weil wir wollten ja auch hier die Gefängnisse weitermachen. Da fehlt uns ja auch noch eins. Können wir schon mal einzeichnen hier. So, und da brauchen wir dann erstmal Toiletten. Oh, ich weiß, wo die Betten haben. Habe ich denn besser hier im Blick? So. Ja, stelle ich so. So, machen wir erstmal nur die. Da, ach, wir machen die ganze Reihe komplett jetzt. Finanziell noch reichen. Die kosten 100.
dazu passen. Das sollte hier auch ein Wasser haben. Okay, ist das so. Das muss doch nicht so gut oder funktionieren. Und eine Tür, was kostet die Tür? 200. Die sollte schon mal komplett fertig. Und jetzt mal schauen, ob die Großpinsel waren genommen oder die kleine. Normalerweise auch schon drin. So verwöhnt hier. Und die Hauptsache ist, dass mir hier keiner abhaut. Das ist mir super wichtig. Lass mal das so. Zwei. Die waren ja schon wieder weg, richtig. So, die Finanzen habe ich ja noch nicht freigeschaltet. Das kommt ja noch. So viel. Zum Doktor, da bräuchte man vielleicht nochmal einen schnellen Weg, würde ich sagen. Einmal so quer rüber. Moment. Jo. Mach sie schnell. Ja, super. Das hat uns schon ein bisschen was gebracht. Okay, YouTube. Ihr seht, also so geht's voran. Die schlafen gut hier. Wer ist denn da? Oh, da gehen ein paar Jahre vor sich. Das Spiel ist wirklich so klasse. Jetzt sind ein paar neue Elemente reingekommen. Es gibt jetzt Therapien, dann kann man die Arbeiter verbessern, dass die an Workshops halt teilnehmen, zum Beispiel für die Küche, dass man da besser kochen kann. Da müssen wir mal gucken, ob wir das nächste Mal vielleicht da schon was mit reinnehmen können, wobei erstmal wichtig ist, dass wir hier unsere Sachen erfüllen, unsere Aufgaben, die wir hier noch haben, damit noch ein bisschen Geld reinkommt. Und ja, weiterhin mehr auf Sicherheit ausbauen. Die Hunde müssen unbedingt dran und ich hoffe, dass jetzt haben sie die Tür am Sonntag gemacht. Jetzt hier die Tür. Nächstes Mal. Ich weiß nicht, wenn das noch funktionieren wird, aber ich glaube nicht. In deiner Zeit von euch. Alles gut aus, alles ruhig. Na komm, bitte. Ja, wie doof, oder? Ich das ganze Ding doch mal versuchen abzureißen. Das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen, natürlich. Schade. Ja, alles friedlich, alles ruhig im Knast am See und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielleicht, nur vielleicht nagelt mich nicht fest. Ich bin am Überlegen, ob ich euch mal ein paar Mods vorstelle. Die gibt es ja mittlerweile und
ja, irgendwie so als Kurzvorstellung oder so, oder wenn uns was besonders gut gefällt, das was dann drin lassen, müssen wir mal schauen. Ich kann es mir noch nicht versprechen, weil zeitlich bin ich gerade etwas angespannt und es sind doch einige Projekte, die hier aktuell auf dem Kanal laufen, die bestehen sollen und eigentlich auch regelmäßiger erscheinen sollen. Ja, ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Ich denke mal, der nächste Part wird irgendwann nächste Woche laufen. Und mit dem Mods, wie gesagt, überlege ich mir nochmal. Vielleicht habt ihr ein bisschen Feedback für mich, ob ihr sowas mögt und ob euch überhaupt hier die Geschichte noch gefällt. YouTube, danke fürs Zuschauen, macht's gut.